Ja, die Jungs haben es ja schon angekündigt. Wenig überraschend, die erste Frage. Wie bist du reingekommen? Wie sind die ersten Tage hier beim neuen Club mit den neuen Spielern, Mitspielern? Gut, also wir Fußballer haben so oder so keine Anpassungsprobleme. Von daher, wir wissen alle, dass es immer wieder dazu kommt, neue Vereine ja, beizutreten, und dementsprechend sind alle cool drauf. Ich bin sehr mündig und offen, und deswegen fühlt es sich schon an, als ob ich die Jungs schon ein bisschen länger kenne. Die meisten sind ja Montag schon eingestiegen in die Vorbereitung. Hast jetzt sozusagen ein bisschen Rückstand? Machst du das irgendwie schwieriger oder hast du gut im Urlaub gearbeitet? Also ich hatte tatsächlich einen ganz guten Laufplan. Lieben Gruß an unseren Fitnesstrainer. Aber habe sicherlich auch die Zeit gebraucht, um ein bisschen runterzufahren. Viele Spiele letzte Saison gemacht, auch mit der Nationalmannschaft dann im Juni. Also die Pause hat sicherlich auch gut getan, aber ich bin auch echt froh, wieder am Ball zu sein und vor allem mit der neuen Truppe auch. Der Platzwart hat erzählt, dass St. Pauli auch schon mal zu Gast war. War das zu deiner Zeit? Kennst du das schon hier oder war das dann ein paar Jahre früher? Ich glaube, das war ein paar Jahre früher, ja. Ja, du hast super viele Zweitligaspiele schon gemacht, warst Führungsspieler bei St. Pauli. Jetzt geht es in die erste Bundesliga. Wie groß siehst du selbst diesen Sprung von der zweiten in die erste Liga? Wie schätzt du es ein für dich persönlich? Ich glaube schon, dass es das ein großer Sprung ist. Ich bin aber jetzt in einem Alter, wo ich mich, ja, ich bin nicht mehr nervös, ich muss mich nicht mehr verstecken. Ich habe ein paar Spiele auf dem Buckel, auch wenn es nur die zweite Liga ist, in Anführungszeichen. Freue mich aber echt riesig, dass ich den Schritt jetzt gemacht habe. War ein harter Weg, war ein langer Weg, musste viel dafür tun, und das wurde jetzt endlich belohnt. Dass es dann noch mit dem FC Köln passiert, ist natürlich die Kirsche auf der Sahnetorte, und also ich freue mich einfach nur drauf und hoffe, dass ich an den Leistungen der letzten und vorletzten Saison anknüpfen kann, und habe mir genauso vorgenommen, auch hier auf Dauer Führung zu übernehmen und der Mannschaft zu helfen. Auf deiner Position hatte einer gespielt, der nicht ganz unerheblich für den ersten FC Köln war, der eine Dekade geprägt hatte, der Jonas Hector. Wie siehst du den Jonas so, wenn du die letzten Jahre betrachtest, und wie schwierig ist es dann halt auch, ja, man kann das vielleicht noch nicht direkt erwarten, so eine Lücke zu füllen? Ja, gut, wenn ich den Jonas adäquat ersetzen würde, dann müsste ich noch 20 Jahre spielen hier, und ich glaube, die Zeit habe ich nicht mehr. Habe aber auch von den Jungs nur Gutes gehört. Also ich weiß schon, was er hier hinterlassen hat und was da für eine Lücke entstanden ist. Und meine Aufgabe ist natürlich nicht, Jonas 1:1 zu ersetzen. Das kann ich nicht. Ich versuche mit meiner Art und Weise der Mannschaft zu helfen. Bin auch guter Dinge, dass ich mit meiner Spielart sicherlich auch ein Gewinn für die Mannschaft sein kann. Aber weiß auch, was Jonas hier in den letzten Jahren geleistet hat und was er für einen Stellenwert in der Mannschaft und für den Verein hat. Und dafür gilt höchster Respekt. Und ja, ich kann schon sagen, also ich hätte auch gerne mit ihm noch zusammengespielt. Kannst du deine Spielweise kurz charakterisieren? Ja, ich bin schon jemand, der gerne den Ball am Fuß hat oder allgemein den Ball hat. Hatte, ich glaube, letzte Saison, wenn ich mich nicht irre, die meisten Ballkontakte in der zweiten Liga. Bin gerne offensiv auch dabei. In erster Linie bin ich natürlich Abwehrspieler und muss dafür sorgen, dass hinten auch alles gut steht. Aber habe auch gerne, wie gesagt, den Ball, komme gerne über Flanken, Runde Bälle. beteilige mich auch am Spiel nach vorne. Ruhende Bälle habe ich auch gerne. Aber das können sicherlich auch ein paar andere Jungs ganz gut. Ja, ich versuche vorne sicherlich auch meinen Anteil zu leisten an Toren, aber auch hinten gut zu stehen. Also ich würde eher sagen, dass ich auch unter anderem spielerischer Verteidiger bin, ja. Dein Wechsel hatte ja schon Mitte Januar festgestanden. FC, danach gab es ja eine Transfersperre. Wie war die Zeit für dich? Da gab es ja ein bisschen Ungewissheit. Zittern für dich oder wie war der Kontakt dann zum FC, wie es dann weiterging, wenn es schief gehen würde? Also erstmal weiß ich, kann ich mich noch erinnern, dass nachdem das alles durch war, das 7:1 gegen Werder Bremen war und ich zu Hause auf Knien gerutscht bin. So hat das ungefähr angefangen. Dann kam halt das Thema mit der Transfersperre, waren da aber echt im stetigen Kontakt mit den Verantwortlichen, hatte echt durchweg ein gutes Gefühl, immer wieder in Kontakt gewesen und war eigentlich ja immer guter Dinge, dass das klappen wird. Die Rückmeldung habe ich auch vom Verein so bekommen, ohne dass es natürlich klar war, aber vom Gefühl her. Und habe dementsprechend auch alles geplant, muss ich sagen. Ich habe mich mit keinem anderen Thema beschäftigt. War schon relativ früh auf Wohnungs- und Haussuche. Von daher habe ich den Mietvertrag schon vorher unterschrieben. Das Risiko habe ich in Kauf genommen. Also ich muss schon sagen, es hat mich eine Zeit lang beschäftigt, so die ersten Tage, Wochen, wo es ganz frisch war. Aber dann wurde es dann relativ auch schnell verdrängt, weil
am Ende des Tages war ich Kapitän beim FC St. Pauli und war der Mannschaft und dem Verein schon noch was schuldig, das durchzuziehen. Und das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Und das war mir in dem Moment noch viel wichtiger. Und alles andere hat sich dann ja ergeben. Zum Glück positiv für den Verein und für mich. Das letzte Spiel bei St. Pauli mit der Auswechslung kurz vor Schluss, wenn man so die Bilder gesehen hat und noch Berichte gelesen hat, das war wohl schon wahrscheinlich dann der emotionalste Tag deiner Karriere, oder? Ja, mitunter auf jeden Fall. Also das, also ich wusste schon, dass mich die Leute rund um den Verein ganz gut mögen oder ganz gut abkönnen. Aber so eine Rückmeldung dann zu bekommen beim letzten Spiel war schon echt unglaublich. Ja, den Tränen nahe, dann noch mit einem Tor, warum auch immer das da geklappt hat, war echt schön, dann bei der Auswechslung You Never Walk Alone zu hören. Also da kriegst du schon auch Gänsehaut und an sowas wird man sich nie gewöhnen und das wird man auch nicht vergessen. Da bin ich sehr, sehr dankbar für und ich hoffe, dass ich, wie gesagt, auch vieles zurückgeben konnte von der Zuneigung, die ich bekomme. Kannst du denn schon Kölsches Lied gut verstehen? Ich habe schon gehört, dass ich hier einiges noch nachzuholen habe, was die Lieder angeht und die Texte. Ich kenne sicherlich ein paar. Ich bin ja hier aus der Gegend, aber da ist auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Aber das liegt eher daran, dass das grundsätzlich, dass ich eigentlich einen anderen Musikgeschmack habe. So. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber was die Stadt betrifft, da wirst du keine Eingewöhnungszeit brauchen, ne? Du hast ja gesagt, du kommst ja aus der Ecke. Also die Leute, die Jungs, mit denen ich aufgewachsen bin, das sind alles Dauerkartenbesitzer. Meine Familie wohnt hier. Ich bin hier mehr oder weniger groß geworden in der Blüte des Lebens, so zwischen 9 und 19. Also ich fühle mich hier zu Hause, das habe ich auch immer schon gesagt. Und ich war auch in der Zeit, wo ich woanders gespielt habe, einmal die Woche, einmal in 2 Wochen auch zu Hause. Also ich weiß auf jeden Fall, wo ich essen gehen kann. Du bist ja in Aachen geboren und hast auch ein Weilchen in Leverkusen gespielt. Welchen Blick hast du in der Zeit auf den FC gehabt? Er ist ja nah dran und ich glaube, dass die Leute, die aus Leverkusen kommen, trotzdem die meiste Zeit in Köln verbringen. Ich weiß nicht, ob man das so sagen darf. Aber ja, dementsprechend, also wie gesagt, die Stadt und den Verein und die Leute, auch durch meine Freunde, die wie gesagt Kindheits-FC-Fans sind, jedes Spiel verfolgen, die immer mal wieder seit Jahren schon sagen, komm doch mal rüber. Und jetzt hat es endlich geklappt, also von daher, also es hätte wirklich nicht besser laufen können. War so ein kleiner Traum von dir, um den FC zu spielen, kann man das sagen? Absolut, also man träumt ja eh als Fußballer davon, erste Liga zu spielen, das ist ja schon mal Punkt 1. Und dem läuft man ja so ein bisschen hinterher, so sein Leben lang und dann wird man langsam 6, 7, 28 und weiß, dass der Zug jeden Moment abfährt. Und da sollte man besser drauf springen und dass ich das jetzt geschafft habe, freut mich extrem. Und dass es dann noch quasi ein Heimatverein ist, wo die ganze Familie zu Hause ist und es quasi für mich auch nach Hause geht, ist sicherlich so das Beste, was mir jetzt passieren konnte. Und also ich bin wirklich einfach nur froh und dankbar und hoffe, dass ich das Vertrauen auch zurückschenken kann. Hast du im Stadion schon mal gespielt? Ja, ich glaube, das war Anthony Modest Comeback. Doppelpack, 3-0 verloren, 3-1 verloren, irgendwie sowas. Zweitliga. Ja, genau, das war Zweitliga. Ja, aufs Maul bekommen. 18, aber sicherlich auch gemerkt, was da für eine Stimmung entstehen kann und was da für eine Energie entfacht wird. Also da hat man auch als gegnerischer Spieler schon mal Gänsehaut. Ja. Denkst du denn, dass du auch gerade wegen Jonas Hector unter besonderer Beobachtung stehen wirst am Anfang, auch bei den Fans? Ich glaube gar nicht so sehr. Also ich weiß sicherlich, dass Jonas riesen Respekt vor den Fans hat. Aber ich glaube auch nicht, dass sich jetzt alle Leute rund um den Verein denken, dass da muss jetzt einer herkommen, der Jonas 1:1 ersetzt. Das glaube ich nicht. Die Fußstapfen sind da schon sehr groß. Ich werde sicherlich mein Bestes geben und bin auch echt guter Dinge, dass ich meinen Anteil leisten kann. Aber ich glaube, dass es da jetzt zwangsläufig Riesenvergleiche mit mir und Jonas geben wird. Glaube ich nicht. Wenn es so ist, dann ist es so. Dann gibt es Schlimmeres, als mit Jonas Hector verglichen zu werden. Von daher, alles gut. Ja,